Ja, let's go. Zwei Idioten im Quiz mit Joey Jungle. Nee, man muss erklären, wer der hübsche Mensch hier mit. Achso, muss los. Genau. Wir machen heute genial daneben. Quizial daneben. Ich erkläre mal, was das bedeuten soll. Wir werden heute ein paar Fragen von Quizduell und ein paar Fragen von Genial daneben machen. Also einmal hat man Antwortmöglichkeiten und manchmal muss man einfach kreativ sein und sich irgendwas ausdenken. Okay. Und wer näher dran ist, hat dann recht. Und wenn wir beide komplett weit weg sind von der richtigen Antwort, dann entscheidet Jesse, was ihr besser gefällt. Und Leute, die Bestrafungen sind echt nicht geil. Ich habe auf keines dieser Bestrafungen Bock. Gut, dass wir ohne Bestrafung machen. Zahngehe, Erdbeergeschmack, das ist der Snack für zwischendurch. Bestrafung, die nicht so schlimm ist. Ich hoffe, ich krieg das nicht. Dass das da in so eine Flüssigkeit rumdümpelt, das finde ich so ekelhaft. Echt? Magst du auch so Gurkenwasser nicht? Stimmt jetzt ab, ob Gurkenwasser geil ist oder nein. Die Leute werden am ehesten checken, worum es geht, wenn wir einfach anfangen. Ich würde sagen, wir kommen zuerst. Nicht lecker. Gurkenwasser ist nicht geil. Frage Nummer 1. Okay, das ist eine Quizduell-Frage. Okay. Hast du Quizduell früher gezockt? Ja, ein bisschen. Ich weiß noch, ich habe in der Schule das mal ganz kurz gespielt, weil es hart langweilig war. Hattest du das Gefühl in der Schule? Echt? Immer Gungwe? Sind die beiden schwul? Ich glaube nicht. Ja, Doodle Jump war schon geil. Was war Doodle Jump? Doodle Jump? Frage. Let's go. In welcher Comedy-Serie kommen die Charaktere Eric, Fest, Kelso und Steven vor? A. Grey's Anatomy. B. Warte. Ich weiß es nicht. Was machst du als Button? Ha! Ha! Okay, bereit? Lies weiter vor. Ha! Scrubs. Ja! Hä? Ich hab auch noch nie gezockt. Hä? Nee! Ich dachte erst, nachdem du als Vorlesen hast, ich wusste auch, dass es Scrubs war. Ich wusste das nicht. Wusstest du, dass es Scrubs? A. Grey's Anatomy. B. Scrubs. C. Friends. D. Die wilden 70er. Ha! Ich hab schon! Ich hab gewonnen! Nein! Wie ist es falsch? Warte mal. Erik, Fetz, Kelso und Steven. Also Kelso kenne ich nur, der ist bei Scrubs, glaube ich. Ich weiß es nicht, wisst ihr es? A. Grey's Anatomy, ja, da kennst du mich aus. Aber ich weiß es nicht. Wir nehmen A, okay. Benny sagt A, wir nehmen A. Let's go. Ha! Scrubs! Ich hab schon! Ich hab gewonnen! Nein! Kelso. Ah, das war die wilden 70er. Nee, auch falsch. Ich wusste es auch nicht. Ja, für beide. Nee, ich hab die wilden 70er gesagt. Mhm. Oh, wie doof. Oh, in Noel's Tag. Nein, das hier ist nicht rein. Die wirst du gleich würfeln. Oh, oh mein Gott, was war das? Oh, das riecht halt krass, wie als wenn jemand schwitzt, ne? Wie so diese eine unangenehme Person in der Klasse. Ja. Können wir mal so machen? Ist mein Zug weg? Ne, ich glaube nicht. Scheint gute Frage, ne? Oh, doch, kommt. Du musst gerade ein Wort Wodka! Sind heute alle ein bisschen dumm. Oh, Mann, was für Wodka, Junge? Was gibt's? Das ist einfach nur so ein Zauberfresse. Du musstest gerade einen Wodka, nee. Was ist denn hier los? Ich musste gerade einen Ingwer-Shot. Ja, komm, Ingwer-Shot, das geht. Ey, Ingwer-Shot geht, das hätte ich auch getrunken, glaube ich. Wäre zwar ein bisschen eklig, aber nicht so schlimm. Zwiebel, Alter, ich hasse nichts mehr. Ja, Zwiebel ist bei mir auch schlimm. Und Nudeln. Schreiben wir uns auf fürs nächste Mal. In welchem Land befindet sich kein Drehort der Serie Game of Thrones? A. Schottland. B. Ukraine. D. Israel, D. Irland. Okay, Leute. Schocks, du weißt das bestimmt. Ist Schocks da? I don't know. Hast du durchverfunkt? Ich glaube nicht. B. Ukraine sagt D. Irland. Nee, Irland ist, glaube ich, Irland könnte sogar sein. Ich würde B sagen. Ich glaube, ich würde auch B sagen. Okay. Okay. Wolf und Benny und ich und Schocks sind für B. Und Benny ist für D. Wir gucken mal, was jetzt hier richtig ist. Israel. Die haben bestimmt so krasse Eindingsungsdingsungs. Ah, warum habe ich das jetzt gemacht, ey? Warum habe ich nie ein bisschen überlegt? Ich dummer Arsch, ey. Wenn er richtig macht, muss ich auch dann würfeln, ja, ne? Ja, unangenehm. Also ich bin mir in Irland relativ sicher, dass die da gedreht haben. Ja, safe. Und auch Schottland. Was kriegen die denn in Schottland, was die in Irland? Warte, das ist doch nicht, safe, ne? Das ist nur dafür, ja, dass du sagst. In Irland kriegen sie das nicht, oder was? Okay, gib uns die richtige Antwort. D. Israel. Nein, als ob! Alarm falsch! Hä?
True Lies Boy, what's geht ab? Vier. No. Ja, stimmt, das ist eine gute, ist eine gute Aussage. Wir ziehen die Augenbraue weg. Geil. Was? Alter, nee, das ist ganz ja, ist okay, wir machen das. Hä? Willst du das? Was machen wir jetzt? So, mein Lieber. Ah, irgendwas. Ich dachte auch B. Ganz tief durchatmen. Eins. Oh mein Gott, das hat mir weggeklappt. Ich hab das auch mal gemacht. Ich hab auch meine Bauchhaare. Ich zeige euch nicht, sonst kriegt ihr Kotzreiz. Aber ich hab meine Bauchhaare gemacht. Ich hatte Narben an dem Bauch. Da sind schon die Haare wieder zurückgekommen. Ich hab immer noch Narben an dem Bauch von meinem Wegdings. Also ich hab das hier so gemacht, ne? So am Bauch halt. Und das, ich hab das gezogen und das war halt alles rot. Und dann war es so, 3 Monate lang war es rot alles. Ich hätte eigentlich, glaube ich, zum Arzt gemusst. Storytime. Ekelhaft, Leute. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Das ist ja hardcore glatt, Alter. Welches Tier besitzt einen Giftstachel? A. Weibliche Libelle. B. Männliche Biene. C. Weibliche Hummel. D. Männliche Hornisse. Okay, was sagt ihr? Mach live mit Stream ein, das müssen wir gerade gucken. Müssen wir gucken. Okay, ich würde sagen. D oder A? Libelle? Aber Libelle sind doch eigentlich diese langen, mit den langen Flügeln, diese. Aber eigentlich haben die doch. Männliche Hornisse? Ich weiß nicht mal, was der Unterschied zwischen den ganzen Sachen sind. Als ob jetzt Trull googelt, Junge, ich raste aus, wenn er googelt, ne? Ja, ich sage A. Ich sage auch A. Aber das ist so, die Bälle ist so niemals und deswegen vielleicht doch. Und die haben mich auch noch nie gestockt. Ich nehme A. Ja, Hornissen sind aber schon sind die giftig. Ich glaube, es kommt so ganz giftig von irgendwo und ist die Libelle. Ich glaube. Oh. Weibliche Hummel. Weibliche Hummel, hat jemand weibliche Hummel gesagt? Hat niemand genommen. Niemand hat das genommen. Ja, aber die haben keinen giftigen Stachel. Hummel? Lol, hat keiner gesagt, alle waren falsch. Okay, lol, muss los. Gut, dass wir ohne Bestrafung machen. Deswegen. Nee, wir sind bald. Was? Bald. Ich krieg doch auch nicht die Chance, wenn er was richtig sagt, das noch zu sagen. Hallo, jetzt hör auf deine Freundin. Nee, und hör auf, Wasser gesagt. Hör auf, hier so Anstalten zu machen. Nee, wir müssen beide jetzt würfeln. Er hat den das, was Jesse nee. Sagt. Nö, nö. Nur er. Was? Nee, du hast Jesse, du bist parteiisch, also bleib auch bei meiner Partei. Es ist nicht die Zwiebel. Oh, es sind Jalapenos. Oh, oh, das ist wild. Scheiben. Es riecht stark. Oh. Es zieht bis hier hinter, riech mal. Ist das bei dir auch so? Krass. Lass mich doch in Ruhe. Nee, ganz bestimmt nicht. Halt die Schnauze. Du, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Oh. Du hast nicht zu mir gehalten. Du bist nicht. Ey, ich hatte gestern einen Zapp, hab nicht mal welche draufgenommen. Ich hab alles auf der einen Seite gekaut und irgendwie auch da runtergeschluckt. Und weil es in Israel war, es war nichts mehr übrig, außer so ein Ding, was aussah wie eine süße kleine Paprika. Ich hatte wirklich sind vom Rewe, sind nicht so stark. Heulkrampf. Ich muss mal ausprobieren. Wein. Und jedes Mal, wo diese Kellnerin an mir vorbeigelaufen ist, hat sie mich ausgelacht. Und ich hab nach was gefragt. Sie so, nein, erst in einer halben Stunde. Okay, jetzt kommt eine Frage, so. Bei der wir uns die Antworten selber aus okay. Der näher dran okay. ist, gewinnt. Welchen besonderen Service bot das Holiday Inn London im Jahr 2010 seinen Gästen an? Was ist das überhaupt? Was ist das Holiday Inn London? Keine Ahnung, was soll das sein? Stripper. Wolf, nice. Ich hab auch keine Ahnung. Ich mach einfach Go. Ich sag Essen for free oder Getränke for free, irgendwie sowas. Olympia, oder? Aber welchen besonderen Service? Du musst ja irgendwas. Campus, Jumpus for free, irgendwie sowas. Es kann ja alles sein. Ja, es kann alles. Falsch liegen. Also pass auf, die haben den ausrangierte Röhrenfernseher in das Zimmer gestellt, mit so einem kleinen Zettel dran. Ach, das ist ein Hotel, warte, das ist ein Hotel. Ich wusste nicht mal, was das ist.
Stripper könnte dann schon sein, Junge. Hab ich auch gerade gedacht. Das kann, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß keine Ahnung. Wo drauf steht, heute kannst du mal das Rockstar-Leben genießen. Und haben unten dann so ein Teil aufgestellt, wo so Schrott reinkommt, so ein Container. Klar. Und dann durftest du diesen Fernseher richtig schön aus dem Fenster in das Ding reinkloppen. Das ist ein guter Service, würde ich sagen. Also meine Theorie ist folgende. Sie haben auf einmal nachts einen Alarm abgespielt, jede Nacht. Wenn die Leute dann verdutzt aus ihrem Zimmer rausgekommen sind, fanden sie vor ihrem Zimmer ein Päckchen. Und in diesem Päckchen war eine Paintball-Gun. Als Service, als Unterhaltung für die ganze Familie und für alle, die gestresst sind von der Arbeit, konnte man... Junge, beide so richtig dumme Ideen, oder? Was labern die? Klingt sehr einleuchtend. Also ich finde tatsächlich die Theorie von Joey echt viel cooler. Ja, aber was war es denn jetzt wirklich? Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ein Mensch in einem warmen Bett besser schläft. Daher bietet das Hotel den Service an, dass sich Hotelangestellte in einem einteiligen Schlafanzug in die Hotelbetten der Gäste legten, um sie vorzuwärmen. Was? Ich will doch nicht, dass irgend so ein Hotelmitarbeiter in mein Bett gepennt hat, bevor... Und pupst dann noch rein, Junge! Als ob du den da kurz rufst, so... Ich will in 3 Minuten ins Bett, können Sie kurz vorliegen? So war das aber! Was soll das? What the fuck, Alter? Oh, nein, nicht chill. Doch ey, Junge, ich hätte safe gepupst. Dann wäre warm Alter. Gewesen. Oh, kommt direkt der Krankenwagen, hörst du? Das klingt echt, als würde der gleich in die Wohnung fahren, ey. Ist gerade was explodiert? Hat bei dir auch ein Ohr gekrabbelt? Bei mir hat auch ein Ohr gekrabbelt. Echt? Ja, das war voll komisch. Ich musste auch kurz so machen. Ich würde drin schlafen, geil. Danke, Wolf. Tisch und 2 Bänken. A, Twinset. B, Kammer. Warte mal. Oder D, Herrengedeck. Warte, was besteht aus einem Tisch und 2 Bänken? Twistset? C, Bierzeltgarnitur? Oh Junge, Wolf ist nicht so sicher, ne? Ich nehm C, ich nehm auch C. Komm, wenn ihr das sagt, dann nehme ich auch C. Nehm, mach mal mit. Ein Tisch und 2 Bänken? Bierzeltgarnitur. Ja. Nur weil ich nochmal nachfragen wollte, du kleine... Ja. 3. Oh. Ah, Bierzeltgarnitur hat recht. Warum nicht 1? Keine aber alle Ahnung. Sagen ja immer, alles was gut schmeckt, muss stinken. Das ja. Danke für den Follow an der Stelle. Für euch. Standardmann. Nur damit ihr jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung zu meinem Kanal klickt. Was ist denn das? Schmeckt nicht so gut, sagst du? Eher nicht so? Ich finde das ganz eklig. Ich kann es nicht mal schnell essen. Oh, das war richtig Bestrafung für mich. Also war es objektiv schlimm? Oder was war das nicht so eine... Schlimm. War geil. Wie scharf riecht, ey. Okay, nächste Frage. Was plagt Franzosen, wenn die Eifersucht quält? A. Jardin. B. Jalousie. C. Marquise. D. Rollo. Was? Junge, was sind das für Fragen? Hä? Ah, Jardin. 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 Ich hätte auch A gemacht. Das falsche B. Was ist es dann? Hier ist dein Würfel, Jardin. Jalousie. Jalousie heißt Eifersucht. Ha! Bitte nicht 3, bitte nicht 3. Oh, 4. Was? Nein! Ah! Nein! Nice, da muss auch wegwachsen. Jedes Jahr im Sommer habe ich so einen scheiß Fleck da, ey. Hat sich bekommen im Waxing-Studio. Ist sie jetzt ausgehärtet oder was? Nee, jetzt lass mich. Oh, das ist aber nervig. Nee, das ist aber schlimm nervig. Druck aus. Ah, mach jetzt einfach. Oh, oh mein Gott, das hat schlimmer wehgetan, als ich dachte. Oh mein Gott, funktionieren die Dinger gut? Ach du Scheiße, ist das wieder? Wie viele Haare das sind? Oh mein Gott. Wie viele Haare? Kurze Hose. In welcher Sportart wird seit 2010 der Windfaktor im Ergebnis mit eingerechnet? A. Rennrodeln, B. Skispringen, C. Biathlon oder D. Eisschnelllauf? Ich würde safe B sagen, oder? Der Wind, das hat ja, weil du springst ja dann, oder? Ich weiß noch nicht. Alles klar, vielen Dank, Standardmann, dass du dabei warst. B, okay, also sagen B ist mir auch für B. Das muss B sein. Skispringen.
Hat er es richtig gehabt? Ja, wusste man doch. Kann nicht sein. Meine Community ist die beste. Oh, neuer Käse. Oh, nicht nochmal. Okay, ich esse jetzt. Komm weg. Was auch sonst ist so. Ich krieg's nicht runter. Junge, er leidet richtig. Er leidet richtig um sein Leben. Das schmeckt so hart nach Schaf. Schaf-Rohmilch. Echt? Ja, es kommt vom Schaf. Es schmeckt wie so ein Wollteppich riecht. Beim Dessert-Klassiker Heiße Liebe handelt es sich um A. Karamellpudding mit Birne. B. Mit Kirschcreme gefüllte Törtchen. C. Vanilleeis mit Himbeerpüree. Oder D. Blätterteig mit... Hä, als ob du das weißt. Heiße Liebe. C. Hä, warum wisst du sowas? Als ob du das jetzt weißt, Wolf. Du verarschst uns. Okay, wir vertrauen auf Wolf und nehmen C. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist C. Oh, Heiße Liebe ist immer Vanille mit Himbeer. Ist richtig dicker. Nice. Krass, Junge. Diese Scheiße. 1,1 Durchschnitt, so muss das. Nicht rein, Junge. Gib mir die 1 oder die 5. Oh, dieser widerliche Käse ist es geworden. Geil, Corona ist mal dafür klein. Muss los. Boah, eklig. Oh, mach deinen Mund auf! Attraktivität, die du bis jetzt noch hast. Das war schon nicht mehr viel. Oh. Also, dass das jemand genießt, Alter, das ist ein ekliger Mensch. Pur muss echt nicht sein. Junge. Mach doch deinen Mund zu. Keine Ahnung, auf den Putzhauen, dass er dieses so jetzt... Danke für den Follow, die Wurst. Soll das, glaube ich, sein. Willkommen im Stream, ja. Herzen gehen raus. Weiß ja nicht, ob heute nochmal Voice Test kommt, muss ich gucken. Ah, oh, Junge. Ah, oh, ist belastend, Junge, ist richtig belastend. Also, meine. Ich weiß es nicht. Theorie ist. Der Dummheit. Ja, bei Handwerkern, die ja Sachen verputzen, so Maler oder Handwerker, die ja Wände verputzen. Bin gut drin, denen, nice. Wenn die fertig sind, dann musste erstmal krass gesoffen werden. Und davor, um zu überprüfen, ob die auch fertig sind, haben die erstmal auf den Putz gehauen. Und dann haben sie gesehen, alles klar, hält. Saufen. Okay, also ja, Saufen ist eigentlich eine gute Theorie, da kommt von fast jeder Spruch her. Es gibt ja das Machen wir nächstes Mal. Kids Zahnputzgel und es gibt ja die Vereinigung der Zahnputzgel-Genießer. Und die gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten tatsächlich. Nach einer ausgiebigen Genieß-Session haben die nochmal so richtig die Sau rauslassen wollen. Deswegen haben sie dann... So muss das, bester Mann. Putz. Herzen geht raus. So richtig schön draufgehauen. Der eine, der das halt essen wollte, hat seinen Mund so machen müssen. Und der andere hat die dahin gelegt. Junge, was erzählt Joey? Putz gehauen und dann ist die ganze Suppe in die Fresse reingespritzt. Klingt ein bisschen falsch, aber war ein Riesenerfolg damals. Daher kommt das Sprichwort. Ich finde Dylans Theorie plausibler und tatsächlich. Hä? Alter, ich hab mir so eine krasse Sache ausgedacht, damit du mich nimmst. Ne, akzeptiere ich nicht. Ich wollte einfach nur gewinnen. Also von der Kreativität her, du. Von den plausibelsten und darum geht's. Danke für den Follow, Metal Dragon. Wenigstens beide. Herzen gehen raus an dich. Verstanden. Gut. Gut, in diesem einen so. Speziellen Fall. Aber die Redewendung stammt aus dem Mittelalter. Der was ist meine Alerts wurde hier? Als Putz bezeichnet. Oh. Bei Turnieren galt es daher, dem Gegner auf den Putz zu hauen und so den Kopfschmuck zu zerstören. Mittelalter. Mittelalter, das ist Schmutz, die Menschen Junge. Gelebt haben, die super für den Arsch war. oder? Es ist hey, Dude, was geht? Im Mittelalter. Hä, oh nee! Geil, Zahngel! Schau mal ordentlich auf den Putz. Zum Glück ist es rot, wenn es weiß wäre, wäre sehr unangenehm. Hoffnung, dass das da richtig rauskommt. Kommt dann nur so ein. Wir müssen das nochmal angucken, warte. Nee. Guck, wie die Hoffnung haben. Guck. 3, 2, 1. Oh. Die Arme. Oh, wie dumm. Junge, ey, warum finde ich sowas witzig? Junge, ich bin unnormal. Ich bin so unnormal.
komm nicht darauf klar. Ist so. Junge, das hat mich gekillt. Warum? Ich versteh's nicht. Oh. Warte, wir müssen es nochmal angucken. Nur kurz, bitte, bitte. Zum Glück ist es rot. Wenn das weiß wäre, wäre sehr unangenehm. Wäre richtig unangenehm. 3, 2, 1. Oh. Richtig. Oh, ist das eklig. Ich glaube, es ist gar nicht so gesund. Nee, glaube ich auch nicht. Oh. Nein. Aus welchem Blütenstand welches Laubbaumes lässt sich leckerer Tee zubereiten? A. Eiche. B. Kastanie. C. Tanne. Oder D. die Linde. So, okay, was sagt ihr Leute? Wir machen wieder mit. Welcher Blütenstand welcher Laubbaum? B. Kastanie. Keine Ahnung. Wolf, wir vertrauen wieder auf dich, aber ich glaube, es ist D. Ich sag D diesmal. Kastanie. Linde. Das war nicht dein Buzzer. Miau, Linde. Das war nicht dein Buzzer. Wer hat dir denn heute Morgen in den Tee geschissen, ne? Richtig ist Linde. Wusste ich doch! Biu! Biu, 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 biu! Uff. Elaborieren? Bitte die Eins! Bitte die Eins! Und es ist der Käse! Es ist krass, nicht einmal die Zwiebel bis jetzt dabei gewesen. Das vierte Mal hat schon als Käse. Ich glaube, den Käse. Das türkische Handtuch. Oh. Was ist das türkische Handtuch? Hä, was ist denn ein türkisches Handtuch? Türkisch Handtuch. Also, haben wir ihn nach den Türken dabei? Der Türkei ist ja der. Gut, was mit ganz dünnes Eis jetzt? Haben die nicht, wenn die sich auf die Knie zum Beten das begeben? Das ist ein Teppich. Ich helfe dir auch nur, weil ich. Ach, Handtuch oder Handbuch? Soll ich Tipps geben für dieses Mal? Ja. Es hat was Handtuch. Mit einem Paar zu tun. Und rhythmischen Bewegungen. Bis ich noch verwirrt. Obwohl ich jetzt nicht, selbst nicht so ganz weiß, was die für ein Saunavolk sind. Das Handtuch, mit dem man in der Sauna rumwedelt, damit der Aufguss auch richtig schön ballert. Das ist das türkische Handtuch. Und warum ist das, was hat das denn mit der Türkei zu tun? Das hat der Herr Türkei. Herr Türkei, was la? Das Fußhandtuch erfunden, das man benutzt, um seinen Fuß nach der Dusche direkt abtrocknen zu können. Also das ist eine gute Idee. Der Fußabtreter, der erst später kommt, von dem schwedischen Ingenieur Magnus Solvegen. Das türkische Handtuch ist ein Tanzschritt, der bei lateinamerikanischen Tänzen zu finden ist. Junge, was für Tanzschritt! Hinter dem Rücken herum. Seine Armbewegungen gleichen der Bewegung, als wenn er sich den Rücken mit einem Handtuch abtrocknet. Und das was ist hat das mit der Türkei zu tun? Das heißt das türkische Handtuch! Das ist ein dummer Begriff. So. Ja. Und dumm Leute. Jesse muss jetzt betrachten. Ja, ich kann den Tanz, ich kann den Tanz. Ich bin auf gut. Auf welchem biotechnologischen Verfahren basiert das Erfrischungsgetränk Bio-Nade? Bio-Nade? B. Logotation. C. Paralysation. Oder D. Dehydration. Junge, ich habe ja ein Jahr in der Bio-Schule gelernt, aber ich habe keine Ahnung. Paralysation ist ja so wegmachen, ne? Paralysieren so. Nee, das glaube ich nicht. Das stand ja die Leute. Fermentation, Logotation, Dehydration. Dehydration ist ja so aussaugen, ne? Ich glaube auch A. Guck mal, richtig schlau, Junge. Ich hoffe, das ist richtig. Ah, Fermentation. Was sagen Sie, Herr White? Aber wenn es fermentiert, dann so macht man doch alkoholische Getränke. Hast du gesagt? Er hat A Logo gesagt. Logo Pododo. Nee, er hat A gesagt, Fermentation. Ich habe B gesagt, Logo Pononomo. Er hat A gesagt, Fermentation. Okay, er möchte B. Nein! Er hat A gesagt. Und was hast du gesagt? Wir hören ich auf A. Den Schiedsrichter. So, B ist falsch, A ist richtig. Wie der Aufriss genommen wurde. Komm, jetzt die Zwiebel hinterher. Das ist ein Überschott mit ordentlich Pfeffer. Geil. Easy ist so. Stärker. Ui, das ist echt scharf. Boah. Schön. Aber gut. Aber gut. Kann doch nicht wahr sein, dass du noch nicht einmal die scheiß Zwiebel fressen musstest. Ich muss jetzt die nächste und letzte Frage reden. Letzte Frage, Leute. Damit du eventuell endlich mal eine 3 wirfst. Ist hier überhaupt eine 3 drauf? Ja. Ich will, dass du diese Zwiebel isst. Nein, ich will die nicht. Go. Der Kasumatsu ist ein spezieller Käse, denn A. Er wird aus menschlicher Muttermilch hergestellt. B. Er reift, bis er Magen enthält. C. Er wird aus Eselmilch hergestellt. Oder D. Er reift bei 15 Grad.
Der Kazumatsu. B schreiben, welche Reifermaden enthält. B, bist du sicher? Das könnte auch richtig dreckig sein, dass es stimmt. Ich glaube, wir nehmen auch B. Ich sag auch B. Ist zwar richtig krank, aber ich sag auch B. Alle Sachen, wo man denkt, das gibt's doch nicht wirklich, die gibt's in Asien. Ich weiß, dünnes Eis. Asien, dünnes Eis. Corona. Um mich weiter zu erklären, glaube ich, das ist der Muttermilchkäse. Ich glaube, es ist Madenkäse. Ich glaube auch Maden. Antwortmöglichkeit B. Ja, wusste ich doch. Hab das gegoogelt, oh mein Gott. Geil. Und ich gehe als Gewinner nach Hause. Ich bin super zufrieden. Mann, nicht wahr? Du hast viel öfter was machen müssen. Nee, Alter. Du bist einfach nur Hardcore-Verlierer. Du bist der Versager in diesem Video. Das ist gar nicht wahr. Ich habe mich da richtig schlecht gefühlt, weil ich dich so beleidigt habe gerade. Aber ich mein's ernst. Todranzig ist so. Ein wholesome Ende. Oh, guck mal, er hat sich nochmal gedreht. Nee. Das oh, die Zwiebel. Oh mein Gott, du hast mir fast meinen Finger gebrochen. Was? Ranzig, mehr ranzig geht nicht. Ich krieg da mal ein Like, aber das ist so witzig.